Die CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat bittet die Deutsche Bahn, beim Umbau des Bahnhofsvorplatzes in München eine Fläche für Flugtaxis zu reservieren. Die CSU ist der Meinung, dass bereits in wenigen Jahren die Technik weit genug ist, damit Flugtaxis in deutschen Städten eingesetzt werden können. Wir schalten nun um nach München. Dort erklärt zur Stunde Edmund Stoiber die Idee. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München praktisch Ihren Flug starten können, Sie steigen in das Flugtaxi ein. Wenn Sie sich mal die anderen Bahnhöfe anschauen, in Frankfurt oder Berlin oder in Köln, da werden Sie feststellen, dass dort nirgendwo anders Platz für Flugtaxis ist. Sie steigen in das Flugtaxi ein, da starten Sie praktisch in 7 Minuten Ihren Flug. Mit dem Flugtaxi brauchen Sie gerade mal 7 Minuten zum Flughafen Franz Josef Strauß in München. 7 Minuten, das ist die Zeit, die Sie brauchen, um anderswo ein gutes Weißbier zu zapfen. Sie starten praktisch vor dem Hauptbahnhof in München Ihr Weißbier, Ihren Flug. Selbst der Transrapid, bei dem wir unseren bayerischen technischen Fortschritt verpasst haben, der hätte länger gebraucht als das Flugtaxi. Die CSU in München bittet die Bayerische Länderbundesbahn, die Deutsche Bahn mit den Flugtaxis einen Start- und Landeplatz am Bahnhofsvorplatz zu planen. In nur wenigen Tagen, Wochen, in Jahren werden die ersten Flugtaxis bereits starten können. Das bedeutet natürlich auch, dass im Grunde genommen das Hofbräuhaus näher an Bayern heranwächst, weil das ja klar ist, klar wie Weißbier. Flugtaxis, meine Damen und Herren, das ist die Zukunft in den bayerischen Städten. Flugtaxis werden zum Aushängeschild in Bayern wie das Weißbier. Quatschbrötchen!